Jo, moin moin, euer Hans-Dieter hier. Ja, ich wollte mir ein EDC-Organizer zulegen, weil ich habe jetzt hier so ein paar Sachen gesammelt in der Blechdose. Und ja, ist nicht so wirklich das Wahre. Und da würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könnt. Denn so wie ich gesehen habe, haben viele von euch solche EDCs. Und vielleicht gibt es da auch noch was anderes außer ein Maxpedition, was vergleichwertig ist, was nicht allzu teuer ist. Vielleicht weiß da jemand was. Und ich zeige euch mal, was da dann so ungefähr rein soll. Das sind noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir dann noch zusätzlich besorge. Zum Beispiel Kienspan zum Beispiel soll da mit rein. Habe ich im Moment hier nicht. Und naja, dazu dann auch noch ein paar Tipps von eurer Seite wäre nicht schlecht. Also hier habe ich erstmal eine kleine Lupe. Dann habe ich hier, weiß nicht, ob man es so sehen kann, in diesen kleinen handlichen Kästchen, da ist wie gesagt eine Lupe, da ist da eine Drahtsäge, also diesen Fingerdraht. Da sind Angelhaken drin, da ist Angelschnur drin, da ist Angelblei drin, da sind Sicherheitsnadeln drin, Nähnadeln drin und auch ein bisschen Nähgarn drin. Also das ist so mein Näh-Angel-Notpack, weiß ich, ob man das so nennen kann. Das soll da auf jeden Fall drin. Ja, Sekundenkleber kann man immer gebrauchen, soll da mit rein. Dann habe ich hier jetzt im Moment meinen Diamantenschärfer, den ich allerdings eigentlich sehr wenig nutze. Den möchte ich noch austauschen gegen einen Victorinox Schärfer. Die gibt es ja im Moment sehr günstig bei Amazon. Hier habe ich noch eine Notfall-Trillerpfeife von, ja, die kommt von der alten Schwimmweste. Ist sehr laut. Dann habe ich hier mein Essbesteck. Ja, ob ich das austausche gegen einen Spork, das weiß ich noch nicht, werde ich aber wahrscheinlich. Obwohl dieses eigentlich auch sehr funktionell ist. Das soll da auf jeden Fall auch mit reinpassen. Hier habe ich dann eine kleine Dose, da habe ich Watte drin. Die habe ich in Vaseline getränkt und zusätzlich ist hier auch noch Petroleum mit drin. Die ist wasserdicht verschlossen. Ist also kein Thema. Also als Zunder wirklich Wahnsinn. Ja, dann hier ein Bleistift und einen wasserfesten. Hier habe ich noch Ballistolöl in so einer kleinen Flasche drin. Auch eben als, ja, zum Schmieren als Zunder, um Wunden ein wenig einzuölen. Hier habe ich noch eine alte billige Pinzette, obwohl ich ja hier im Victorinox eine habe, aber ist vielleicht nie weg. Dann mein Feuerstahl mit dem Kompass drin. Der muss natürlich mit. Hier habe ich noch mal Ballistolöl als Reserve. Dann habe ich hier ein paar Klingen, Teppichmesserklingen, ganz dünne, kleine, falls man mal wirklich ja, eine Wunde hat oder was aufschneiden muss oder irgendetwas, wo es genau mit arbeiten muss, da kann man hier schnell kurzerhand ein kleines Messerchen von machen. Hier noch mal ein Bleistift. Die gab es ja mal in Mengen bei IKEA. Hier habe ich einen kleinen Kreuzschlitz, einen ganz Mini-Kreuzschlitz. Und den habe ich eigentlich auch dabei. Ja, Karabiner, klar. Dann habe ich hier meinen Huntsman dabei. Das reicht für mich eigentlich aus. Kann ich eigentlich alles so mitmachen. So, hier sind dann noch Einweghandschuhe, Pflaster. Hier habe ich ein paar Brillenputztücher
und eine Rettungsdecke. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich möchte auch gerne so ein Multitool mit haben. Allerdings, dieses hier ist doch gewaltig groß, ist zwar sehr stabil, aber auch gewaltig groß. Und da hätte ich auch mal eine Frage an euch. Wisst ihr jemanden oder wisst ihr eine Marke, wo es eigentlich nur eine Zange gibt? Also da braucht nichts, keine Klinge, nichts dran sein, nur einfach eine kleine Zange. Und vielleicht ein Kreuzschlitz oder so, das wäre vielleicht noch brauchbar, aber braucht eigentlich nicht. Nur es sollte ein ganzes Ende schmaler sein, wie dieses Ding hier. Ist zwar sehr, ja, kann ich zwar gut mit arbeiten, aber wie gesagt, das Ding da in Maxpedition, das ist auch nicht gerade leicht. Wäre vielleicht mal auszutauschen. Ja, dann habe ich hier noch so einen Engländer. Und ja, den brauche ich auch dann und wann wo mal, weil ich auch viel am Rumschrauben und Tun bin. So, dann meine Frage so zu euch. Was haltet ihr davon? Was kann man da noch zusätzlich reintun? Wie gesagt, da kommt noch zusätzlich rein ein Stück Kienspan. Dann kommt da noch ein Schaltkastenschlüssel. Also da gibt es so Schaltkastenschlüssel, da kann man Schaltkasten, da kann man alle möglichen Verschlüsse mit aufmachen, werde ich euch mal vorstellen, wenn ich das Ding dann habe. Ja, wie gesagt, der Victorinox kommt noch anstatt diesen Diamantenschärfer. Und das ist eigentlich so das, was ich eigentlich mitführen möchte oder was ich eigentlich ja als gut empfinde. Also mich würde mal eure Meinung interessieren und vielleicht noch Vorschläge über eventuelle ja Alternativen zum Maxpedition, Alternativen zu gewissen Gegenständen, die ich hier habe, um es vielleicht ein bisschen kleiner zu machen oder irgendwie, damit man es besser verstauen kann. So, das war's dann von meiner Seite. Und ja, danke fürs Reinschauen. Ich freue mich noch über eure Kommentare und über eure Likes. Und ja, ich würde sagen dann bis zum nächsten Video. Ciao.